Okay, aber wenn ich jetzt ein Grundeinkommen bekäme, warum sollte ich dann noch arbeiten gehen? Ja, das wird oft gefragt und es ist aber so, jeder Mensch will eigentlich tätig sein. Mhm. Wir werden nicht als Faulenzer geboren. Ja, stimmt, ja. Und das bedingungslose Grundeinkommen kann ja auch nur gezahlt werden, wenn ein wirtschaftlicher Erfolg vorhanden ist. Also wenn jetzt alle es sich in die Hängematte legen würden, dann würde das auch nicht mehr funktionieren. Stimmt, ja. Und die Menschen werden aber weiterhin arbeiten, denn sie arbeiten sie nicht nur für sich oder für, sie arbeiten ja nicht für irgendjemand anderes, sondern für sich und aber auch für alle. Das ist dieser Gemeinschaftsgedanke. Und das Gefühl, dass ich jetzt einfach für jemand anderes arbeite, das entfällt. Ja? Und es entsteht im Grunde genommen ein Wandel, und zwar weg vom heute oft erlebten Zwang, arbeiten gehen zu müssen, hin zu dem freiwilligen Erarbeiten der notwendigen Güter und Dienstleistungen, damit überhaupt unsere Gemeinschaft funktionieren kann. Und da sind wir ja auch alle dran interessiert. Ja. Es gewährt über die Teilhabesicherung auch nur eine Existenzgrundlage des BGE. Das heißt, ich habe einen gewissen Lebensstandard und um den aufrechtzuerhalten, werde ich natürlich weiterhin einer Erwerbsarbeit nachgehen. Ja? Ja, macht Sinn, ja. Also wenn man so guckt, wie viel Marken oder Kleidung getragen wird oder was uns eigentlich wichtig geworden Oder ist. wenn ich meinen Urlaub will, zum Oder Beispiel. wenn man eine Ja, schöne Reise stimmt. machen will, da reicht dann natürlich ein BGE nicht. Ja. Also wir wollen ja unseren Lebensstandard auch in einer gewissen Weise weiterleben. Aber wir wollen aber auch eine gewisse Absicherung, damit wir nicht immer die Angst haben und sich unsere Gedanken alle immer nur um diesen Euro drehen, den ich dreimal umdrehen muss. Und die arbeiten ja, die jetzt zum Beispiel niemand gern macht. Ja, kommt auch oft, dass es heißt, die macht dann niemand mehr. Die müssten dann halt entweder attraktiver gestaltet werden oder sie müssten halt besser bezahlt werden. Ja, stimmt, ja. Das ist einfach eine Veränderung in diesem. Dann dreht sich alles so ein bisschen ins, meiner Meinung nach sogar vernünftigere, so ein Ja. bisschen.